Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute haben wir etwas Kleines, etwas Süßes, etwas Einmaliges von der Firma Lilliput für euch, nämlich diese wunderschöne kleine Motordrasine. Es ist für mich tatsächlich das kleinste Modell in H0, was ich jetzt vorgestellt habe in der ganz langen Zeit. Und es ist echt ein Abenteuer gewesen, sich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen. Und ja, dieses wunderschöne kleine Auto hier möchte ich euch heute präsentieren. In unserem Film, unser Fahrplan sieht wie folgendermaßen aus. Gleich beginnen wir mit den Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter natürlich mit dem Modell hier in 1:87. Wir gehen raus in die freie Wildbahn, wo wir uns natürlich das Ganze auch im Fahren anschauen werden. Und zum Schluss kommt natürlich dann mein Schlusswort und die Artikelnummern. Also, der Fahrplan steht. Legen wir los mit diesem kleinen süßen Video. Viel Spaß! Los geht es also mit dem großen Vorbild. Ja, und da müssen wir in der Geschichte weit zurückreisen, auch in unser Nachbarland Österreich, denn wir haben hier ein Fahrzeug der ÖBB. Ja, und da die österreichischen Bundesbahnen in der Nachkriegszeit keine geeigneten Bahndienstfahrzeuge hatten und zur Wartung des Streckennetzes nur sehr einfache Gerätschaften zur Verfügung standen, wurde über die Neuanschaffung solcher Fahrzeuge nachgedacht, die sowohl für den Transport von Personal als auch für Material geeignet sein sollten. Und so entstand zunächst 1958 die Reihe X625. Mit diesem Fahrzeug war man dann viel unterwegs, man hat natürlich viel ausprobiert, aber da deren Jenbacher Zweitakt-Dieselmotor nicht zufriedenstellend war, wurde dieser ab 1974 durch einen Sechszylinder-Viertaktmotor ersetzt. Daraus entstand dann demzufolge die identische Baureihe X626, also das gleiche Fahrzeug, nur mit stärkerer Motorisierung. In den 1970er Jahren wurden dann 131 Stück dieser Fahrzeuge gebaut und somit stellt die X626er Baureihe das meistgebaute österreichische Bahndienstfahrzeug dar. Ja, da es sich bei unserem Fahrzeug hier ja um ein Bahndienstfahrzeug handelt, hat es natürlich auch eine schrille Signalfarbe. Ähnlich wie bei uns hier in Deutschland, um einfach von einer Baustelle zu warnen oder Achtung, pass auf, hier wird gearbeitet, um halt besser wahrgenommen zu werden. Ja, und diese Fahrzeuge kamen in Österreich natürlich auch landesweit zum Einsatz und schnell hat sich in der Bevölkerung der Spitzname Postkastel dann entwickelt, denn man hat in Anlehnung natürlich auch an die österreichische Post ein großer Kasten, Briefkasten, da kann man seine Briefe anschmeißen. Ja, so entstand also, wie gesagt, dieser Spitzname Postkastel, der dann durch die Lande gefahren ist. Finde ich ziemlich zutreffend, weil, wie gesagt, aufgrund seiner Kastenform und sehr schrillen gelben Farbe ist, sieht es wirklich so ein bisschen aus wie ein Postkasten. Ja, und diese Fahrzeuge waren und sind auch tatsächlich noch in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Beiwagen bzw. Bahndienstflachwagen auf nahezu allen Bahnhöfen Österreichs anzutreffen. Sowohl auf Normalspur als auch auf Schmalspurgleisen. Denn die Österreicher haben auch viele Strecken, die auf Schmalspurgleisen laufen. Auch bei vielen privaten und Museumsbahnen sind diese Fahrzeuge im Einsatz. Und da diese Fahrzeuge in Normalspurausführung bei Bedarf auch zur Beförderung von maximal zwei güterwagenfähig sind, sind diese neben einer Mittelpufferkupplung auch mit einer normalen Zug- und Stoßeinrichtung ausgestattet. Die Fahrzeuge für die Schmalspur hingegen besitzen nur die Mittelpufferkupplung. Ausnahmen gibt es allerdings bei ehemaligen Normalspurdrasinen, die im Nachhinein auf 760 mm Spurweite umgebaut wurden. Viele davon sind auch auf Museumsbahnen heute noch unterwegs. Schauen wir uns noch kurz die Technik ein wenig an, dieses kleinen süßen Postkasteln. Die Fahrzeuge verfügen nämlich über einen Dieselmotor WD610 US oder WD612 US von Stör. Die Kraftübertragung erfolgt über ein mechanisches, nicht synchronisiertes Vierganggetriebe mit nachgeschaltetem Richtungsgetriebe, das dem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 50 km/h ermöglicht. Einige ältere Fahrzeuge vom Bahndienst der Bahn haben auch heute bei uns hier in Deutschland noch eine ähnliche Kraftübertragung. Die Kupplung unseres Postkastels hier, also sprich die Kupplung zur Kraftübertragung, nicht die Kupplung zum Anhängen von Wagen, wird mit einem Pedal betätigt, das sich neben dem Gaspedal befindet. Die indirekte graue Druckluftbremse wird mit einem Handhebel bedient, der an der Handbremsspindel montiert ist. Als Besonderheit legen die Klotzbremsen an beiden Achsen in einer Zugkombination
Druckposition nicht wie üblich bei einer Druckabsenkung in der Hauptluftleitung um einige Zehntel bar an, sondern wesentlich später, was die im Vergleich zu regulären Loks und Wagen geringere Bremskraft ausgleicht und ein verfrühtes Blockieren der Achsen verhindert. Ferner ist eine mechanisch betätigte Motorstoppbremse vorhanden. Auf dem Instrumentenpult befinden sich neben den üblichen Anzeigen für Öldruck, Ladekontrolle und Licht auch ein Tachometer mit Kilometerzähler sowie ein Betriebsstundenzähler. Anzeigen für den Bremszylinderdruck sowie den Druck von Hauptluftbehälter und Hauptluftleitung befinden sich an der Handbremsspindel. Jedes Fahrzeug verfügt über ein elektronisches Signalan und ein Zöllner Makrofon. Die Scheinwerfer enthalten ein kombiniertes Abblend- und Fernlicht und im Innenraum der Wagen ist eine Webasto-Standheizung vorhanden, denn die Fahrzeuge sind teilweise sehr lange draußen und dann hat man natürlich den Mitarbeitern es ermöglicht, sich im Fahrzeug auch aufzuhalten, wo es warm ist. Neben dem mit einem LKW-Sitz ausgestatteten Fahrerplatz können auf den Fensterseiten bis zu 8 weitere Personen Platz nehmen. Ja, und das waren sie auch schon, die Informationen zum großen Vorbild. Schauen wir uns jetzt dieses wunderschöne kleine Modell hier in 1:87 genauer an. Wir machen weiter mit unserem Fahrplan. Schauen wir uns nun unser kleines süßes Modell hier ganz genau an. Wie kommt das Modell erstmal zu uns? Wir haben hier die wunderschöne Standard-Lilliput-Verpackung innen drin mit einem Kunststoffblister, wo das Modell wirklich sicher drin verpackt ist. Mit dabei ist ein doch sehr übersichtlicher Zurüstbeutel, wo unter anderem die Bremsschläuche drin sind, die man montieren kann. Und es sind 2 Blindplatten verbaut, denn, keine Sorge, es gibt Detailaufnahmen. Hier im jeweils vorderen und hinteren Bereich haben wir die Kupplung hier verbaut. Einmal die Kupplung zum Stecken und darüber dann auch nochmal eine Kupplung, wo man dann halt die Bügelkupplungen mit anhaken kann. Und diese Kupplung kann man komplett entfernen und dafür ist dann eine Blindplatte hier, womit man das dann im Prinzip wunderschön schließen kann, ohne Kupplung. Und man kann sich das Modell zum Beispiel in die Vitrine stellen, ohne Kupplung, oder dann halt, wenn man halt nur in eine Richtung fahren möchte, hat man dann vorne eine wunderschön geschlossene Optik. Eine Kupplung zum Stecken, also sprich eine Kupplungsstange, ist auch mit dabei. Man kann natürlich hier auch Flachwagen, die gibt es auch, dann mit dieser Drasine befördern. Und ansonsten war es das. Mit dabei ist natürlich Ersatzteilblatt. Ist hier tatsächlich sehr, sehr übersichtlich, muss man sagen. Eines der kleinsten Ersatzteilblätter, die ich je gesehen habe. Und dann ist doch nochmal ein richtig schönes dickes Heftchen mit dabei, in allen Sprachen natürlich, wo auch nochmal hier vorne ein paar Informationen zum großen Vorbild bzw. zur Geschichte enthalten sind. Und dann hier auf der nächsten Seite haben wir dann einmal Pflegehinweise für dieses kleine Modell, wo man das Modell ölen sollte und so weiter, wo man das Modell öffnen kann. Und dann natürlich hier auch erklärt, einmal in der Spurweite H0 oder H0E, dafür gibt es dann halt natürlich dann auch das Modell. Für das Ankuppeln von Wagen gibt es 4 unterschiedliche Möglichkeiten. Hier haben wir dann einmal das Montieren der Blindplatte auch nochmal schön bebildert drin erklärt. Also wie gesagt, hat man hier wirklich alle Informationen, die man braucht, um an dem Modell so das einzustellen, wie man es haben möchte. So, schauen wir uns das Modell nun einmal ganz genau an. Da müssen wir jetzt erstmal runtergehen, denn für mich ist es, wie Anfang des Videos schon gesagt, auch mit eines der kleinsten Modelle, die ich so auch hier hatte, einmal zum Vorstellen und einmal auch selber zum Fahren. Ich glaube, den Breuer-Traktor, das ist wirklich das allerkleinste, was ich hatte in H0. Und ja, dieses kleine süße Auto ist nicht nur handlich, man hat es sehr schnell in der Hand, es ist aber doch, muss man sagen, recht stabil, es wirkt sehr solide.
eine gute Verarbeitung, auch wenn man sich so die Front anschaut mit den Scheinwerfern, die Scheibenwischer, die Puffer, die hier natürlich auch sehr schön zur Geltung kommen mit dem weißen Rand hier, finde ich sehr, sehr schön. Auch hier unten die Schneeräumer, die sind wirklich sehr schön gemacht, beziehungsweise Schienenräumer heißen sie. Und die kleinen Achsen, sie sind wirklich sehr, sehr süß. Es ist so herrlich. Ich freue mich so, damit gleich über die Anlage zu pesen. Auf der linken und auf der rechten Seite haben wir jeweils unter der Tür einen Tritt, wo dann halt aufgestiegen werden kann in das Fahrzeug. Und wenn wir auch in das Innere des Fahrzeuges reingucken, da natürlich aufgrund des Platzes haben wir jetzt keine extreme Tiefe, aber es ist wirklich vieles angedeutet. Es ist ein Sitzplatz angedeutet und eigentlich alles, was man braucht. Auch auf dem Dach hat man schön, wie er eben zu hören gehabt, haben wir dann halt das Makrofon, die dann auch zur Seite wegschallen, also nicht nach vorne, sondern halt zur Seite hinweg, und auch die Schilder, die auf den Seiten jeweils montiert sind, sind sehr schön zu erkennen, man kann sie sehr gut lesen, alles schön trennscharf, also wirklich ein sehr, sehr guter erster Eindruck. Schauen wir uns noch kurz die technischen Details in Stichpunkten an. Wir haben hier das Modell in Gleichstrom analog, DC. Wir haben einen kraftvollen Motor verbaut, der auch tatsächlich überhaupt nicht zu sehen ist. Wir haben eine NEM 362er Kupplungsaufnahme mit Kupplungshaken auf beiden Seiten, wie ja eben schon gesagt. Wir haben ein Dreilichtspitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd. Wir haben die Betriebsnummer X626, da wissen wir ja, woher es kommt. Das ist nämlich die Baureihe. Und dann die Nummer 189. Eine Länge über Puffer von 61 mm und jetzt haltet euch fest, einen mindestbefahrbaren Radius von 192 mm. Also da kann man eigentlich schon fast rechts abbiegen. Also das ist wirklich sehr originell, aber bei so einem kleinen Auto, glaube ich, bleibt das auch nicht aus. Ja, der Maßstab natürlich original 1:87, also Spurweite H0 und die digitale Schnittstelle Next 18, eine NEM 662er. ÖBB, der Eigentümer und die Epoche 5. Da diese wunderschöne Motordrasene lediglich DC analog ausgeliefert wird, bieten wir natürlich hier auch unseren Digitalisierungsservice an. Was bedeutet das? Ihr habt die Möglichkeit, auf unserer Homepage dann einen Haken zu setzen. Keine Sorge, dafür gibt es später weitere Informationen. Dann einen Haken zu setzen und dann digitalisieren wir euch dieses Modell. Das heißt, es kommt zu euch direkt mit einem Digitalecoder, sogar, wenn ihr mögt, auf eure Adresse, wie ihr sie haben wollt, auch schon programmiert. Standardmäßig ist es natürlich die Adresse 3. Das hier ist dann mit dabei, das ist nämlich dann der Blindstecker, den wir da rausnehmen, und mit hier drin ist dann halt ein Next 18 Digitaldecoder. Ja, und auch hier sind wir jetzt nun am Ende angekommen. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Am Schluss unseres heutigen Videos angekommen. Ja, mein Schlusswort. Was kann ich über dieses kleine süße Auto hier berichten? Nur Positives. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß in diesem Video mit diesem kleinen Auto hier. Und auf einer ganz großen Anlage geht es vielleicht ein bisschen unter, aber wenn man so eine kleine Anlage hat, wo man auch so kleine Anschlussgleise hat oder tatsächlich mal viel mit Bergen zu tun hat, dann finde ich, mit so kleinen Baustellenfahrzeugen mit dabei, ist das wirklich die perfekte Ergänzung für jede Anlage. Ich persönlich bin selber überlegen, mir dieses kleine süße Auto hier zu holen und einfach damit so einen kleinen Blickfang auf die Anlage zu setzen. Denn wenn man es sieht, wenn es nicht so blöde wäre, man möchte es einfach nur nehmen und knuddeln. Also wenn man die normalen Loks ja hatte, die wirklich groß, kantig und bullig sind, ist dieser kleine Postkasten hier wirklich einfach nur zu süß und ja,
gute Fahreigenschaften, wirklich eine sehr gute technische Ausstattung. Ich finde, dieses kleine Postkastel sollte auf keiner Anlage fehlen. Ja, Freunde, und jetzt ganz zum Schluss kommt natürlich das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummern. Dieses kleine Bahndienstfahrzeug der Epoche 5 im Betriebszustand um 2003 hat folgende Artikelnummer L133011. Dieses kleine, wunderschöne, süße Auto gibt's hier natürlich auch in einer anderen Farbgebung, nämlich vom österreichischen Roten Kreuz. Ist im Prinzip die gleiche Ausführung, halt nur mit einer anderen Lackierung außen. Das ist dann die Artikelnummer L133041. Ist es ein Fahrzeug der Epoche 6, das heißt etwas jünger, was die Lackierung angeht, und um dem Zustand des Betriebes von 2014. So, ich sehe es in euren Augen, ihr möchtet dieses kleine süße Bahndienstfahrzeug haben. Das ist kein Problem, einfach auf unsere Homepage gehen, www.modellbahnunion.com, der bekannte Move, oben in die Suchzeile dann die entsprechende Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Und vergesst nicht, falls ihr das Modell auch digitalisiert haben wollt, beim Einkaufen, dann den dementsprechenden Haken setzen, und zwar bevor ihr es in den Warenkorb legt, habt ihr da drunter Log Digitalisierung, da einmal den Haken setzen und dann das Ganze entsprechend in den Warenkorb legen und dann eventuell, wenn ihr eine andere Adresse als die standardisierte 3 haben wollt, kurz mit dabei schreiben oder uns noch eine E-Mail schicken, dann werden wir euch das Modell natürlich auch auf die entsprechende Adresse dann auch programmieren. Solltet ihr Fragen noch zu diesem Produkt hier haben, einfach unter dem Video hier kommentieren oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com, und in beiden Fällen werden wir uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Selbstverständlich. Wir sind jetzt ganz am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch wiedermals gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann wieder etwas Aufregendes, Neues für euch haben. Und bis dahin sage ich alles Gute, bleibt gesund und tschüss.